Hallo, mein Name ist Ela und ich heiße dich ganz herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich wollte dir einfach mal zeigen, was so in den letzten Monaten, ja, ich glaube, mein letztes Mew-In ist schon eine Zeit her, bei mir eingezogen ist. Und wenn ich das so sehe, ist das auch sehr überschaubar. Ja, also hier sind jetzt keine Sachen bei, die irgendwo durch Trashies zu mir gekommen sind. Das kann man einfach bei den Trashies sehen. Ja, das sind jetzt alles Sachen, die ich wirklich selber gekauft habe. Ja, auch nichts aus den Boxen, das habe ich da nämlich auch liegen lassen. Ja, genau. Und da wollte ich jetzt einfach mal mit durchgehen. Das Aktuellste, was ich mir gekauft habe, ist von Essence aus der Blooming Dieses hier. Dieser Lippi. Hier vorne sieht das so ein bisschen ramponiert aus, weil da war so ein toller Sicherheitsaufkleber drauf. Also die Verpackung klebt auch noch, aber ich möchte da jetzt auch nicht wirklich mit irgendeinem Alkohol oder Nagellackentferner dran gehen, weil dann habe ich Angst, dass mir auch das Design flöten geht, ne? Weil hier siehst du dieses Silberne, da löst sich nämlich auch schon die Farbe davon ab. Schade, schade. So, und das ist der Lippenstift. Der ist schön dunkel auch, ne? Ich komme mal ein bisschen näher dran. Vielleicht kann man das dann erkennen. Kann man das erkennen? Nein. Nicht wirklich gut, ne? Da ist ja Motiv drauf. Das sind Blumen. Man kann es leider nicht sehen. Schade, schade. Den habe ich im Laden, hatte ich den geswatcht. Der ist wirklich dunkel. Den habe ich dann so ein bisschen auch ausgeblendet und der hat einen Stain hinterlassen. Also von daher, der wird wahrscheinlich auch gut auf den Lippen bleiben. Dann war da noch auch an der LE ein Lipgloss. Genau, dieser hier. Ne? Der ist eigentlich auf den Lippen recht schier. Ich kann ihn ja mal. Ich gebe den mal hier auf, dann könnt ihr das sehen. Also da wird man nicht wirklich viel von sehen. Der gibt einfach so ein Gloss. Ich guck mal gerade. Ich glaube aber, nee, Schimmer ist da glaube ich auch nicht mit drin. Auf jeden Fall sehe ich so jetzt keinen. Kann ich mal nochmal mit auf die Lippen gehen. Der ist süß. Er riecht ein bisschen süß. Hier. Ach ja, und dann kann ich ja eigentlich auch mal ihm zeigen, den Fuß. Der ist auch so ein bisschen anders wie so diese typischen Füße von Essence. Ja, der riecht süß. Schmecken tut er nicht. Ist ein bisschen. Ne, doch. Ja, ich hatte jetzt erst gedacht, vielleicht auch noch so ein bisschen bappig. Aber ne, zieht jetzt keine Fäden. Dann habe ich mir, ich mache das, ich mach mal erstmal den Dingglas von der Hand. Einen Moment. Sonst schmiere ich mir den gleich überall hin. Ich habe nämlich hier nämlich noch so ein Abschminktuch quasi, wo ich mir vorhin dann auch schon ein paar Sachen mit sauber gemacht habe. Jetzt noch ein bisschen Foundation so drauf. Also dafür benutze ich die Dinger zum Beispiel. Mich sauber zu machen. So, dann habe ich als nächstes mir was von NYX gegönnt. Und zwar hier die Beetlejuice Palette. Die find ich schön. Da habe ich bei der Sarah Isabel. Ja, doch, die hat da ein Schminky von gemacht. Und das fand ich echt so schön. Ne? Also hier haben wir auch so komische Aufkleber drauf, ne? Wie bei DM jetzt momentan. Aber dann eben halt so einen länglichen. Und den kann man da auch schön lassen. Der ist nicht so mitten drauf. Der klebt hier nicht einmal so von links nach rechts. Finde ich gut. Ich mache es mal eben einmal auf. So, ne? Das ist die Palette. Kein Spiegel mit drin. Na, aber dann. Und das sind die Farben. Das hat mich voll angesprochen. Ja, die fand ich schön. Da sind, ja, ich würde sagen,
drei matte Töne. Einmal da oben der weiße, darunter der braune und hier diesen hier. Und die anderen haben alle Schimmer mit drin. Hier in dem dunklen ist auch so ein bisschen so lila, fliederfarben. Kann man das erkennen? Nee, ne? So ein bisschen Flitter noch mit drin. Ja. Ja, da freue ich mich drauf. Da bin ich begeistert. So, dann war ich in Holland im Douglas. Und da habe ich mir auch eine Palette gekauft. Und zwar diese hier, diese grüne. Die Earthy Nudes Palette von Douglas. Hier steht da noch, ja, mein Handy, dass sie talgfrei ist. Also die Formulierung wäre jetzt talgfrei. Ups. Spiegel ist da auch mit bei. Und das, na, ein bisschen weiter weg, sind so die Farben. Hier ist noch ein Pinsel mit. Kannst du auch so halten, ne? Ja, genau. Und die hat mich auch irgendwie voll angesprochen. Also so diese Grüntöne, diese, ja, so dieses Muffige hier, dieser Ton zum Beispiel, finde ich total schön. Dann hier dieser Grüne, da oben die, ja, den, der hat mich voll angesprochen. Also die Palette hatte mich irgendwie da bei Douglas irgendwie abgeholt und da durfte die dann mit. Dann habe ich mir weiter, da war ich bei, wie heißt das denn, XXL Eis, Eis XXL, ist auch irgendwie so eine Parfümerie, so eine holländische oder eine belgische, irgendwie sowas. Und da hatten die Paletten im Angebot. Ja, die eine war 50% und bei der anderen habe ich da war eine Folie drum und das war sogar 70% reduziert. Da habe ich mir einmal die Anastasia Beverly Hills Palette geholt für, ja, da oben steht 50% reduziert. Da konnte ich dann echt nicht dran vorbeigehen. So, die hole ich raus. Ne, so sieht die aus. Und das sind die Farben. Auch wieder, ne, hier haben wir wieder meine Farben mit drin. Die hellen Töne kann ich auch was mit anfangen. Bei den, mal gucken. Die beiden. Bei den beiden muss ich gucken, die könnten mir beide zu warm sein. Aber das kann man ja testen. Das sehe ich ja dann. Wobei dieser dunkle, dieser, der hier, ich glaube, der geht noch. Mit dem muss ich gucken. Ja. Aber ansonsten finde ich die auch schön und habe mich doch darüber gefreut, dass sie da zu 50% reduziert war. Und zu 70% reduziert war diese hier von Queen Tarazi. Die Royal Palette, die hier. Da habe ich dann hinten nur das so sehen können, weil die war ja noch auch eingeschweißt gewesen. Und da habe ich dann bei dem Ton erst gedacht, weil er hier so, ja, mehrfarbig aussieht, ob das eventuell ein Duochrom ist. Aber beim Öffnen, oder als ich die dann geöffnet habe, habe ich dann gesehen, das ist gar nicht. Ja. So sieht die dann einmal aus und dann kann man die so aufklappen. Zack, die hat an beiden Seiten einen Spiegel. Und so sind dann eben halt die Farben. Und wenn man jetzt so guckt, ja, es ist kein Duochrom, es ist ein goldener Ton. Habe ich die euch jetzt auf dem Kopf gezeigt? Ja, ich glaube wohl. Oh, die Folie ist ab. Dann blendet das auch nicht. Ne? Ist ein goldener Ton. Aber trotzdem, da sind schöne Farben drin und ich freue mich. Ne? Die war dann 50% reduziert. Da habe ich, keine 10 Euro mehr für bezahlt. 70% war die reduziert. Ja, ne? Überall sind so Kronen drauf.
ich weiß gar nicht, Queen Tarzi. Bei Douglas gibt es das auch. Aber ich glaube, das ist auch irgendwie eine holländische oder belgische Marke. Also hier hinten steht auch, dass sie nicht an Tieren getestet wurde, aber das ist jetzt nicht dieses Peter-Proofed. Zwar auch ein Häschen. Ja, sag ich mal immer. Ja. Ja. Ja, freue ich mich drauf. Dann habe ich mir von Benefit auch noch einen Bronzer geholt, ein Mini-Bronzer in Shelly. Ja, das ist die Farbe, hatte ich mir dann ja gleichzeitig im Douglas mitgeholt. Und dann habe ich mir noch zwei Sachen bei Vinted gekauft. Da habe ich mir ebenfalls von Benefit ein Mini geholt, ein wie habe ich gerade Bronzer gesagt? Nein, Blush, na, noch ein Blush in Willow. Den hier. Mach ich auch mal einmal auf. Und das ist diese Farbe. Ich kann die ja eigentlich mal swatchen, ne? Sieht man nicht ganz viele, doch da jetzt so, da sieht man ein bisschen was, ne? Also ich, das finde ich gar nicht so schlimm, dass der nicht so extrem ist. So, der Shelly. Setze ich mal jetzt direkt hier neben. Wie man sieht gar nichts. So ein bisschen mehr rübeln. Da sieht man es. Da ist der. Genau, da habe ich mich drüber gefreut. Und da habe ich dann auch immer viel in diesem XXL. Eis XXL? Ist das Eis XXL? Ich habe doch mein Handy hier. Ich habe von denen noch eine Karte. Eine Karte doch jetzt. Eis Paris XL, so heißt es. Genau. So heißt die Drogerie, wollte ich schon sagen. Diese Parfümerie. Da war ich auch immer um die Palette von Anastasia Beverly Hills drumherum geschlichen. Die Nouvea. Nee, Nouvea. Ja, doch. Die ist so ausgesprochen. Immer drumherum geschlichen. Und ich habe die jetzt bei Vinted für wenig Geld geschossen. Genau, weil in den Niederlanden sind Drogerieprodukte um einiges auch teurer wie bei uns in Deutschland. Ja, genau. So, und das sind die Farben. Hier unten der, das ist so ein schöner Duochrom. Der ist mir, als ich die das erste Mal gesehen habe, schon direkt angetan hat. Jetzt schon mal eben. So sieht er jetzt auf dem Finger aus. Und, ne, seht ihr das? Ne, der hat es mir. Der hat es mir, als ich den das erste Mal gesehen habe, hat der es mir angetan. Und daher, ja. Ich bin dann in Holland immer an dieser Palette dran vorbei. Ich habe immer wieder diesen Farbton geswatcht. Dann habe ich jetzt, hab ich sie jetzt mir bei Wanted. Vinted, Wanted, bei Vinted gekauft. Und habe mich doch so gefreut. So, das war auch das letzte Produkt, was ich mir so in den letzten 2 Monaten, ja, ich glaube 2, 3 Monate, ich glaube länger gab es schon kein New In mehr, gegönnt habe. Genau. So, und dann würde ich sagen, verabschiede ich mich. Wenn dir mein Video gefallen haben sollte, würde ich mich natürlich riesig über einen Daumen nach oben, einen netten Kommentar und ein Abo freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!